Hallo zusammen. Ich glaube, ich bin live. Ich hoffe es. Aber es sieht gut aus. Doch, sieht gut aus. Hi, hallo und willkommen zur zweiten Ausgabe vom The German Stream. Und das wird wahrscheinlich so mehr oder weniger, mit Ausnahme von ein paar Anglizismen, das einzige auf Englisch sein, was ich heute erzählen werde. Innerhalb dieses Streams, dieser dieser Übertragung, dieser Simultanübertragung, wie kein Deutscher sagen würde, denn in Deutschland würde man auch Livestream sagen. Hugo, was ist los? Hm? Hugo. Mein Kater miaut. So, dann mache ich mal den Chat dran. Hi Tiff, wie geht's dir? Wie geht es dir? Ich muss mich immer noch ein bisschen dran gewöhnen, auf diesem Kanal wirklich Deutsch zu sprechen. Also nicht nur für einen kurzen Moment, sondern für ganze Sätze im Prinzip. In ganzen Sätzen. Das ist immer noch ziemlich ungewöhnlich. Ab und zu habe ich das zwar mal gemacht, aber nicht wirklich regelmäßig. Wie geht's? Wie steht's? Um mal ein kleines Sprichwort zu benutzen, könnte man es nennen. Maria Melek, hi! Danke fürs Einschalten, Maria. Wie geht's dir? Mir geht's auch sehr gut. Ups, und ich stoß gegen mein Mikrofon. Mir geht's auch sehr gut. Ich kann nicht klagen. Ich freue mich mal wieder auf Deutsch zu streamen. Das zweite Mal auf diesem Kanal. Die zweite Ausgabe dieses Formats. Und ich dachte mir, die letzte ist jetzt schon 2 Monate her. Also das letzte Mal, dass ich komplett auf Deutsch gestreamt habe. Und ich glaube, so mehr oder weniger werde ich das auch erstmal handhaben. Dass ich so zumindest alle 2 Monate oder so vielleicht mal so einen German Stream mache. Ich glaube, das ist ein ganz guter Zeitraum. Der passt ganz gut. Ja. Und ich hoffe, ihr habt natürlich auch Lust drauf. Und natürlich hallo auch an alle, die das hier nachträglich auf YouTube schauen. Vielen Dank. Ich weiß das zu schätzen. Prost an euch. Lange her, dass ich das getrunken habe. Mir geht es gut. Das freut mich sehr. Freut mich auch, dass es euch sehr, sehr gut geht. Was habt ihr denn heute so Schönes gemacht? Falls ihr das erzählen möchtet. Gab es irgendwas Besonderes? Ist irgendwas Besonderes passiert oder so? Ich war vorhin noch bei meinen Eltern. Wir haben noch zusammen was gegessen. Heute gab es Hamburger und Pommes. Haben wir uns einfach mal gegönnt. Und ein bisschen Salat natürlich auch. Und ich bin erst vor 20 Minuten wieder nach Hause gekommen. Und ja, dann habe ich den Stream noch ein wenig vorbereitet. Ja. Coding Beast, hi! Kein Problem. Coding Beast schreibt, hallo Dave, tut mir leid, ich kann das nicht beantworten. Ich bin mit ein paar Dingen ein bisschen beschäftigt, ich werde es auf jeden Fall zurückschicken. Alles gut. Shadowized? Hoffe ich, dass das der Name ist. Hi! Willkommen und danke fürs Einschalten. Ich hoffe, du kannst verstehen, was ich sage. Das hier ist ja The German Stream, wo ich wirklich nur Deutsch spreche. Wie gesagt, mit Ausnahme von ein paar Anglizismen und ein paar Wörtern, die mir natürlich zwischendurch mal rausrutschen. Englische Wörter, aber ansonsten komplett auf Deutsch. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass du einschaltest. Ich kann mich noch an deinen Namen erinnern, auf jeden Fall. Also an deinen Nutzernamen. Deswegen freut mich, dass du da bist. Sehr, sehr schön. Und natürlich auch, dass Coding Beast hier ist, auch wenn er gerade nicht wirklich viel Zeit hat. Aber das ist ja kein Problem. Das ist nicht schlimm. Wie gesagt, man kann sich diesen Stream, wie auch alle meine anderen Streams, die normalen Streams, die ich auf Englisch mache, auch noch im Nachhinein auf YouTube anschauen. Also da geht euch nichts verloren. So. Natürlich ist heute auch wieder die Katzenkamera dabei. Falls mein Kater Hugo nämlich mal wieder hier ist. Da kommt er nämlich gerade. Als wenn ich ihn gerufen hätte. Nein, er kam tatsächlich zufällig gerade auch. Hugo. Hey. Bursche. Was ist los? Ja.
Lass meinen Greenscreen da stehen, bitte. Ja. Komm mal her. Komm. Vielleicht möchte er ein paar Leckerli haben. Schauen wir mal. Möchtest du welche? Komm. Hopp. Und hopp. Ja, ah, die Krallen. Du, Coding Beast, dein Deutsch war echt ziemlich gut. Kein Problem. Ups. So, ich zeig euch mal eben kurz was. Moment. Ja, das ist die Katzenkamera. Hallo? Guck mal da, Hugo, da. Ja. Albino Croc. Hi. Oder wie man es im Deutschen sagen würde, Albino. Der Albino. Das kann ich euch natürlich auch gerne mal in den Chat schreiben. Hugo ist süß, auf jeden Fall. Hast du gehört, Hugo? Die finden dich süß. So, und jetzt kriegst du natürlich auch... Karl, hi. Danke fürs Einschalten. Und danke natürlich auch für deine Worte, Albino Croc. Sollte mir nur nicht in die Tastatur reinkrümeln. Das ist doch eine schöne Katzenkamera, oder? Sehr schön. Du hast ein bisschen Japanisch gelernt, aber du sagst, die Sprache ist ganz schön schwer. Sich die ganzen Symbole und das andere alles zu merken. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe sehr großen Respekt vor allen Leuten, die zum Beispiel Chinesisch oder Japanisch lernen, Koreanisch, diese ganzen asiatischen Sprachen, weil die ja ein komplett anderes Zeichensystem haben, als wir zum Beispiel im Deutschen oder auch im Englischen. Ne? Vielen Dank, Coding Beast. Und wie gesagt, kein Problem, mach dir keine Sorgen. Du kannst natürlich gerne auch nachträglich den Stream noch schauen. Schöne Aufnahmen von Hugo. Sehr schön. Ja. Ist ein wirklich sehr, sehr lieber Kater. Das muss man wirklich sagen. Ne, Hugo, du bist ein sehr lieber. Ein sehr lieber bist du. Ach ja. So. Zwei Stück noch und dann ist erstmal Pause. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Aber sie schmecken ihm sehr gut. Die sind sehr knusprig tatsächlich. Und knackig. Knackig. Mit Katzen darf ich nur noch durch den Bildschirm interagieren, da ich leider allergisch bin. Also freue ich mich auf die Gelegenheit, mal einen Kater zu sehen. Ah, das tut mir natürlich sehr leid zu hören, dass du allergisch gegen Katzenhaare bist, beziehungsweise es heißt zwar Katzenhaarallergie, aber soweit ich das weiß, sind es gar nicht die Katzenhaare, die jemanden allergisch reagieren lassen, sondern es ist die Katzenspucke auf den Katzenhaaren in erster Linie. Aber meine Tante hat dasselbe. Meine Tante hat leider auch eine Katzenhaarallergie. Aber meine Tante nimmt dagegen, ich glaube, da gibt es so Tabletten oder sowas, die man nehmen kann. Die dann zumindest für eine gewisse Zeit helfen. Das Land der aufgehenden Sonne. Genau. Shadow. Shadowized. Shadowist? Shadowized.
Ich muss eine Pause machen, aber ich werde bald zurückkommen. Alles klar, Tiffany. Kein Problem. Kein Problem. Ich hoffe, die Katzenkamera lenkt euch nicht zu sehr ab. Aber ich dachte mir, ich stelle sie einfach mal hin. So ab und zu werde ich das wahrscheinlich in den Streams immer mal wieder machen, wenn der Hugo Lust hat, ne, und vorbeischaut. Also da seht ihr übrigens, beziehungsweise hier oben, da seht ihr gerade, dass ich vor einem Greenscreen sitze. Im Deutschen sagen wir dazu auch Greenscreen. Das ist ein feststehender Begriff sozusagen. Und gerade filmt mich eine Kamera, die Kamera. Und ein Greenscreen ist ja ein Anglizismus und im Deutschen ist das ein maskulines Nomen, ein maskulines Substantiv, der Greenscreen. Und es wird zusammengeschrieben. Ja, also der Greenscreen als Kompositum wird zusammengeschrieben. Nogo? Ja. Superstar-Katze, sagt Martin Breton. Hi Martin, wie geht's dir? Schön, dass du einschaltest. Ich hoffe, du kannst einigermaßen verstehen, was ich sage. Ich versuche ja jetzt nicht extra langsam zu sprechen, aber zumindest ja, deutlich natürlich schon. Wobei ich eigentlich so spreche, wie ich auch immer sprechen würde. Mehr oder weniger, würde ich jetzt mal behaupten. Also von daher, ja. Ne? Prost! Ach ja. Vielleicht kann ich euch ja noch ein bisschen mehr zeigen. Ja, viel weiter kann ich sie leider nicht bewegen. Aufgrund des Kabels. Aber ich glaube, so passt das auch ganz gut. Ne, Hugo? Ja. Der lässt sich gerne kraulen und streicheln. Der liebe Hugo. Na, ja. Ne? Ach übrigens, wie geht's deinem Finger? Der letzte Stream, den ich von dir live gesehen habe, im März oder April, glaube ich, da trugst du noch die Bandage. Das kann gut sein. Da hatte ich zumindest noch ein Pflaster um. Mir geht's, dem Finger geht's eigentlich wieder ganz gut, außer dem Fingernagel. Der ist leider ein bisschen lädiert. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ja. Das heißt, das Nagelbett braucht noch ein wenig, um sich komplett wieder zu heilen und sich komplett wieder zu regenerieren. Das heißt, ich muss noch ein bisschen warten, bis der Nagel dann hoffentlich auch bald komplett wieder normal ist. Ich verstehe, aber ich kann Deutsch nicht schnell sprechen, nur schreiben. Das ist ja vollkommen, ja, ist ja kein Problem, Martin, ne? Das ist alles gut. Aber das ist doch schon mal super, dass du mich auf jeden Fall verstehen kannst. Das freut mich sehr. Karl fragt, was trinkst du, Radler? Nein, heute trinke ich kein Radler, sondern eine Art Bierlimonade, könnte man es vielleicht nennen. Und zwar ist das Bier Weizenbier mit Grapefruit-Limonade. Das hatte ich schon lange nicht mehr und ich dachte mir, ich hole mir das mal wieder. Und es ist sehr, sehr lecker. Kann ich sehr empfehlen. Ich bin persönlich sowieso nicht der größte Biertrinker, also der große Bierfan. Sondern mag, wenn, dann eigentlich eher tatsächlich Biermischgetränke, sowas wie Radler, das Radler. Und ja, zum Beispiel sowas wie das hier, ne? Also Bier mit Limonade zum Beispiel. Ist übrigens sehr interessant, ich glaube, ich habe das schon in der ersten Ausgabe dieses Streams erzählt, aber ich mache das nochmal kurz. Und zwar, hi Tobi, nein, dieses Jahr keine Festivals geplant. Aber einige Konzerte dafür. Jedenfalls, genau. Das Biermischgetränk, also Bier und Zitronenlimonade, nennt man im Deutschen ja das Radler.
Ich schreibe euch das mal in den Chat. Das ist aber nicht zu verwechseln mit der Radler. Und zwar ist das nämlich kleinen Moment, bevor ich euch jetzt was Falsches erzähle. Cyclist, genau. Ich hatte erst überlegt, ob es der Biker ist, weil das könnte ja auch der Motorradfahrer sein, aber um es eindeutiger zu benennen, sagen wir mal Cyclist. Wie sagt man Pint? Das Bierglas? Wenn ich jetzt nichts verwechsel. So im Allgemeinen könnte man es vielleicht sagen. Ein Pint. Also es gibt, ich glaube, in Deutschland ist der Begriff nicht so verbreitet. Es gibt, also wenn man im Deutschen oder in deutschen Restaurants zum Beispiel ein Bier bestellt, dann würde man nicht sagen, ich hätte gerne ein Pint. In Pubs oder Bars vielleicht schon, aber jetzt in anderen Läden und Geschäften, in Restaurants zum Beispiel, glaube ich eher nicht. So. Ein halber Liter Bier. Ich glaube, dafür haben wir dafür einen bestimmten Begriff im Deutschen? Ich glaube nicht. Nee. Wir haben einen Begriff für die Maß. Vor allem, wenn es um das Oktoberfest in München geht. Und zwar ist das, meine ich, ein Liter Bier. Also wirklich viel, ein wirklich großes Glas. So. Kleinen Moment. Das habe ich aber auch noch nie getrunken. Die Maß. Ich schaue gerade noch mal eben kurz, aber ich glaube, es ist ein Liter Bier. Genau, ein Liter Bier. Ein Liter. Das ist ganz schön viel Bier. Aber das ist tatsächlich etwas, was man hauptsächlich auf dem Oktoberfest in München trinkt, glaube ich. Das ist jetzt nicht so sehr verbreitet. Das hier zum Beispiel sind 0,33 Liter. Also 330 Milliliter. Das ist eine Standardmenge an Bier, wenn man zum Beispiel Bier in solchen Flaschen kauft. 0,33 Liter. Gestern hast du dein Pinky ist der kleine Finger, meine ich. Der kleine Finger. The little finger. Der kleine Finger. Gestern hast du deinen kleinen Finger und den Fingernagel mit einem scharfen Messer geschnitten und das hatte sehr geblutet. Ah. José Alvarez de Santos, bester Mann, greetings from the Sauerland. Hi, freut mich. Du lebst auch im Sauerland? Das freut mich natürlich zu hören. In welcher Gegend wohnst du denn, falls du das erzählen möchtest? Musst du natürlich nicht. Ich finde, Rammstein sollte einen Song über Bier machen. Ich glaube, das wird nicht so ganz zur Band passen, ehrlich gesagt. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu schnöde. Also ich, klar, könnte ich mir vorstellen irgendwo, aber ich glaube, die Band ist jetzt nicht so diese Band, die so Alkohol so verherrlicht oder sowas oder Drogen verherrlicht in dem Sinne. Da gibt es natürlich auch ein paar. Es gibt Kokain, ne, den Song und sowas alles gibt es ja, aber ja, also ich könnte mir vorstellen, dass Rammstein dazu irgendwann nochmal einen Song machen, aber ich brauche das jetzt nicht unbedingt, ehrlich gesagt. Ein Liter ist zu viel, weil er warm wird, während wir trinken. Das stimmt, Martin. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum so viele Leute so gerne eine Maß Bier auf dem Oktoberfest trinken, weil das Bier wird auch sehr schnell schal, nennt man das im Deutschen. Das Bier wird schal.
Und warm natürlich auch. Ich weiß jetzt nur nicht, was Schal auf Englisch bedeutet, auswendig. Stale, genau. Berangerie, hi! Danke fürs Einschalten. Sie haben auch einen Song über dicke Titten gemacht. Ja, das stimmt. Callista 48. Hi. Hallo zusammen. Und an dich natürlich auch. Danke fürs Einschalten, Callista. Freut mich sehr, dass du hier bist. Und ich hoffe, es geht euch allen gut. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass ihr einschaltet. Das freut mich sehr. Und willkommen zur zweiten Ausgabe von The German Stream. Der deutsche Stream. Die deutsche Übertragung. Ach ja. So. Ich habe eben noch gepostet, dass ich live bin. Auch da zwei Anglizismen. Gepostet. Wobei gepostet ja im Prinzip eingedeutscht ist, wenn man so möchte. Ist ein eingedeutschter Anglizismus. Ja. In dem Fall ein Partizip perfekt. Eingedeutscht. Und in dem Fall auch gepostet. Aber es gibt kein gutes deutsches Wort für live. Also, ich bin live im Sinne von, ich bin gerade live mit einem Stream. Nee, da wird mir tatsächlich auf die Schnelle kein wirklich gebräuchliches, häufig gebrauchtes deutsches Wort einfallen, was man stattdessen sagen könnte. Also, wenn deutsche YouTuber zum Beispiel auch streamen oder andere Creator, andere Streamer auf anderen Plattformen, die sagen auch, ich bin live. Ja. Oder ich streame live. Das hat sich einfach so durchgesetzt. Genauso wie viele andere Begriffe natürlich aus der Internetwelt, aus der digitalen Welt, die hauptsächlich Englisch dominiert ist, bis heute. Und viele Begriffe haben sich dann auch in die deutsche Sprache eingeschlichen. Als, ja, Anglizismen, Loanwords, also Lehnwörter. So ist das. Genauso wie es ja auch einige deutsche Begriffe im Englischen gibt. Der Kindergarten zum Beispiel. Wisst ihr eigentlich, was Kindergarten wörtlich übersetzt bedeutet? Wisst ihr das? Das ist ja ein Begriff, den man im Englischen häufig verwendet. Das würde mich mal interessieren, ob ihr wisst, was der Begriff bedeutet, wenn man ihn ins Englische übersetzen würde. Ich meine, theoretisch gesehen kann man sich denken, was er bedeutet, denn das zweite Wort darin, der zweite Bestandteil des Wortes Kindergarten, Kindergarten, ist sehr ähnlich zum deutschen Wort. Du musst ein neues Wort erfinden. Das wäre natürlich auch interessant, Martin, dass man ein neues Wort erfindet. Das Problem ist nur, ich kann natürlich ein neues Wort erfinden, aber damit das auch viele andere Leute benutzen, da muss ich dann erstmal andere Leute überzeugen und natürlich auch viele andere Leute erreichen. Das heißt, das wäre dann eher schwierig, aber tatsächlich interessant. Es gibt die Gesellschaft für deutsche Sprache, GDS. Das ist eine Vereinigung von Sprachbewahrern sozusagen. Die wollen ganz gerne die deutsche Sprache bewahren und den Einfluss von Anglizismen ja im Zaum halten, könnte man sagen. Und die haben, wenn mich nicht alles täuscht, auch schon mal ein paar Vorschläge gemacht für, also neue deutsche Begriffe für Anglizismen. Sowas wie zum Beispiel der Laptop, dazu könnte man auch sagen der Klapprechner. Sagt kein Mensch, aber ja. Ne? Jedenfalls ist das Kind, Singular, die Kinder, Plural, the child. Und natürlich der Garten, Singular, die Gärten, Plural, the garden. Also, child, child's,
Children Garden, könnte man sagen. Du kannst dann ein Poet werden. Ja, aber das möchte ich gar nicht werden, ehrlich gesagt. So gut kann ich nicht reimen und dichten. Ich wollte dich als Deutschen fragen. Hast du dich auch darüber gewundert, dass im Englischen, dass man im Englischen 25 sagt? Und ich mich wundere, dass die Deutschen 25 sagen? Das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist tatsächlich genau umgekehrt. Das heißt, im Deutschen, wenn es um zweistellige Zahlen geht, also um Zehnerzahlen sozusagen, drücken wir das komplett anders herum aus, als es im Englischen der Fall ist. Im Englischen nennen wir erst die große Stelle und dann die kleine Stelle, also 25. Zuerst sagen wir 20 und dann sagen wir die kleine Zahl, 5. Aber im Deutschen sagen wir das andersherum. Im Deutschen sagen wir 5 und 20, 20, 5 and 20, wörtlich übersetzt sozusagen, ja? Das kann man sich immer ganz gut merken, bei diesen zweistelligen Zahlen ist das immer andersherum im Deutschen. So. Ja, ich kenne mich mit dem Französischen, also mit der französischen Sprache nicht so wirklich aus, ehrlich gesagt. Ich habe zwar französische Vorfahren, das ist zwar auch schon ein paar Generationen her, aber ich kann kein Französisch sprechen. Ich weiß nur, dass im Französischen gewisse Zahlen auch sehr umständlich ausgedrückt werden, zumindest aus der deutschen Wahrnehmung. Ich glaube, irgendwie 99 im Französischen ist eine sehr lange Zahl, wenn man das ausspricht. Und das ist dann, glaube ich, irgendwie 2 mal 80 plus 10 plus 8 oder so. Also wörtlich ausgedrückt. 4 mal 20, 10 und 9. 99, genau. Quatre de bla 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 oder so. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall total krank. Albino Croc sagt es ganz gut. Ich kann mich daran einfach nicht gewöhnen. Das macht mein Hirn kaputt. Das hast du sehr schön ausgedrückt. Ja. Ja, mir geht's ähnlich. Mir geht's tatsächlich ähnlich. Und das ist eine sehr, sehr gute Frage, Albino Croc. Also, echt super. Sehr, sehr gute Frage. Denn das ist ein großer Unterschied zwischen der englischen Sprache und der deutschen Sprache. Die Zahlen, die wir gerade erklärt haben. Na? Ach ja. Sehr angenehm, mal wieder zu streamen. Draußen höre ich gerade die Vögel zwitschern. Und den Fluss höre ich auch fließen. Sehr, sehr entspannend. Sehr angenehm. Und mein Kater liegt hier gerade links neben mir auf dem Hocker und ruht sich aus. So muss das sein. Dänemark ist noch schlimmer. Okay. Wie sagt man denn solche Zahlen in Dänemark oder auf Dänisch? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Anschnur online. Ach so, ja. Oder Aufschnur könnte man auch sagen. Manchmal ist es tatsächlich besser, wenn man die Anglizismen nicht übersetzt, sondern einfach Anglizismen sein lässt. Übrigens, im Russischen nennt man es wortwörtlich Kindergarten. Also es kommt für mich überhaupt nicht irgendwie komisch vor. Aha, okay, das wusste ich auch noch nicht. Interessant. Ich finde das wirklich interessant, welche deutschen Begriffe es in anderen Sprachen gibt. Von ein paar weiß ich, also hauptsächlich im Englischen, in der englischen Sprache, sowas wie Kindergarten oder Zeitgeist, der Zeitgeist, the Time Spirit,
wortwörtlich übersetzt. Ne? YouTube, du Rohr. Ja. So sieht's aus. So sieht's mal aus. So. Die Zeit verfliegt immer, wenn man streamt, finde ich. Das geht immer so schnell rum. Das ist echt krass. Das ist wirklich, wirklich krass. Wir streamen schon seit einer halben Stunde. Und es kommt mir so vor, als wenn ich gerade eben erst angefangen hätte. Was? Okay. In Dänemark sagt man Hafems Industriver. 90 ist minus 1,5 plus 5 mal 20. Okay. Warum ist das im Dänischen so umständlich? Das würde mich wirklich mal interessieren, woher kommt sowas? Also warum drückt man manche Zahlen in manchen Sprachen so umständlich aus der deutschen Perspektive? Das würde mich wirklich mal interessieren. Falls ihr das wisst, könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben oder auch in den Chat oder natürlich auch im Nachhinein, falls ihr das hier im Nachhinein schaut, in die Kommentare. Würde mich wirklich mal interessieren, woher sowas kommt. Wie heißt deine Katze? Meine Katze heißt Hugo. Das ist ein Kater, eine männliche Katze. Und der ist jetzt vor kurzem 8 Jahre alt geworden und der wohnt jetzt bei mir seit Anfang April, also knapp 1,5 Monate. No way, okay, ich verstehe jetzt, die Dänen sind ja verrückt. Nicht nur die Deutschen, ja. Jeder hat so seine Macken, sagt man im Deutschen mal ganz gerne. Was ist denn an Konzerten geplant, fragt Tobi. Also, geplant sind als nächstes Konzert Peter Gabriel, Depeche Mode, Ghost und Porcupine Tree. Das sind erstmal die 4 Konzerte, die jetzt alle im nächsten Monat geplant sind, alle im Juni. Das heißt, das wird ein vollgepackter Monat. Und ich freue mich auch schon sehr darauf. Und ich freue mich natürlich auch sehr auf das neue Foo Fighters Album, was am 2. Juni erscheint. Am selben Tag, an dem sie bei Rock am Ring live auftreten. Da freue ich mich auch schon sehr. Das werde ich auch im Livestream verfolgen. Und Tiffany ist zurück. Willkommen zurück, Tiffany. Freut mich. Ich fand die neue Single von den Foo Fighters schon sehr, sehr gut. Rescued. Typischer Foo Fighters Song, geht gut nach vorne. Gefällt mir sehr gut. Ich bin mal sehr auf das Album gespannt. But Here We Are heißt das und erscheint am 2. Juni. Ich bin nicht gesponsert von den Foo Fighters. Wäre es sehr, sehr gerne, bin ich aber nicht. Ich mag die Band einfach sehr. Deswegen mache ich auch gerne unbezahlte Werbung für sie. Da fällt mir ein, ich muss mich bei ein paar Leuten noch melden, tatsächlich, die angefragt haben, ob ich eventuell ein bisschen Werbung für sie machen möchte. Also Produktplatzierungen. Product Placements. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Schließe das aber definitiv nicht aus. Warum auch nicht? Deswegen mal schauen. An alle, also Tiffany zum Beispiel, wenn du im Nachhinein nochmal den Anfang des Streams in der Aufnahme schauen möchtest, dann siehst du auch die Katzenkamera. Dann siehst du nämlich auch den Hugo, der war nämlich eben hier und den habe ich dann hier vor der Katzenkamera mit Leckerlis gefüttert. Das war sehr süß. Ja, genau, Tobi, genau. Rescued is nice, geht wieder ein bisschen back to the roots. Ja, den Eindruck habe ich auch. Das hat mich sehr an In Your Honor erinnert, an die Zeit so ein bisschen. Aber auch so ein bisschen Wasting Light. So, das geht so in die Richtung. Gefällt mir echt gut. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass da Dave am Schlagzeug sitzt bei der Aufnahme.
Das klingt schon ziemlich nach ihm und ich glaube nicht, dass sie bei so einem Album, wo es um Verlust und ähnliche Themen geht, er hat ja nicht nur Taylor Hawkins verloren, sondern auch seine Mutter, die ist ja auch gestorben letztes Jahr. Das heißt, er hat gleich zwei Menschen letztes Jahr verloren. Da wird er, glaube ich, selber vor allem am Schlagzeug sitzen. Und das wird wirklich so eine Band-Sache sein, wo nicht viele Leute von außen mitwirken, würde ich mir jetzt vorstellen. Aber mal schauen. Hugo Cam, genau. Albino Croc sagt, ich gehe nächste Woche zu einem Eisbrecher-Konzert. Eigentlich das erste Konzert meines Lebens. Sie kommen halt hier zur Tour. Oder im Rahmen der Tour. Also naja, dachte ich, ich sollte die Gelegenheit nutzen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe Eisbrecher auch schon live gesehen auf dem Mera Luna Festival. Ich glaube 2019 oder 2018. Ich war in beiden Jahren da. Und ich kannte die Band zu dem Zeitpunkt nur flüchtig, geringfügig, wenig, könnte man auch sagen. Aber die haben mir echt gut gefallen. Die haben auf jeden Fall gute Stimmung gemacht. Coole Songs. Definitiv eine coole Band. Peter Gabriel sieht ein bisschen aus wie Mike Ehrmantraut aus Breaking Bad oder Better Call Saul. Ja, das stimmt. Das stimmt. Der Mike. Ach ja. Ich habe mich eben noch über Breaking Bad und Better Call Saul mit meinem Bruder unterhalten. Und wir haben schon gesagt, wir müssen das eigentlich echt mal wieder gucken. Also, sind wirklich gute Serien, kann ich sehr, sehr empfehlen. Ich muss auf jeden Fall auch noch The Last of Us gucken, habe ich auch noch nicht geschaut. Steht noch auf meiner Liste, aber aktuell gucke ich tatsächlich eher ein deutsches Let's Play vom Spiel Seven Days to Die. Und zwar ist das vom deutschen Let's Player Gronk und von dem anderen deutschen Let's Player Tobinator, die das zusammengespielt haben. Und das gucke ich momentan. Vorher habe ich ein Let's Play zu The Forest geguckt, auch von den beiden, von Gronk und Tobinator. Sehr, sehr cool. Beide sehr, sehr sympathisch. Kann ich auch sehr empfehlen. Sehr, sehr nette Kollegen. Also, sie wirken auf jeden Fall sehr, sehr nett. Ich kenne sie jetzt ja nicht persönlich. Ach, das hast du gesehen und es war... Ah, das hast du noch mitbekommen. Ja, sehr gut. Das freut mich, Tiffany. Das freut mich. Callista sagt, ich komme aus New Hampshire, USA. Und wir haben eine Katze, sie heißt Jojo oder Jojo. Jojo wahrscheinlich, ne? Jojo. Auf jeden Fall auch ein sehr, sehr cooler Name. Ach, Mike Ehrmantraut. Ja, der Mike ist schon eine coole Sau, wie wir manchmal im Deutschen sagen. Die coole Sau. Cool Guy. Ich bin vorgestern mit Breaking Bad zum zweiten Mal fertig geworden. Ah. Ja, siehst du mal. Ist wirklich einfach eine der besten Serien, die es gibt, finde ich. Also muss man wirklich einfach so sagen. Es ist von vorne bis hinten. Vor allem ist es auch eine Serie, die nicht zu lang ist. Es gibt ja viele Serien, die irgendwie, wo man sich so denkt, okay, ja, die letzten ein, zwei Staffeln hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht. The Walking Dead. Also ich finde, The Walking Dead ist definitiv eine Serie, die zu lang ist. Also da hätte man sich ein, zwei Staffeln definitiv auch sparen können in der Mitte, so mittendrin oder sowas. Oder das Ganze so ein bisschen kürzer fassen können. Also ich glaube, das waren jetzt ja 11 Staffeln oder so. Und das ist einfach zu viel, finde ich. Das ist einfach echt zu viel. Irgendwann ist halt die Luft raus. Da kann das noch so gut gemacht sein oder noch, wie soll ich sagen, es kann ideenreich sein und natürlich auch irgendwie unterhaltsam, aber ich bin da nicht so der große Fan von, wenn das zu viele Staffeln sind. Und das hat Breaking Bad und auch Better Call Saul, beide Serien haben das echt gut gemacht, finde ich, dass die nicht zu lang geworden sind.
So. Meine Katzen heißen Irma wie der Hurricane, okay, Ed wie Ed Sheeran und Lulu wie Lucifer. Auch sehr, sehr coole Namen, Martin. The Walking Dead ist deine Lieblingsshow. Ah. Die Lieblingsshow oder die Lieblingsserie. Beides geht. Also ich finde, nicht, dass man mich falsch versteht, ich mag The Walking Dead an sich auch ganz gern. Ich fand vor allem die ersten 6 Staffeln fand ich echt ziemlich gut. Die 7. eigentlich auch noch. Ich glaube, bei der 8. fing es so langsam an, dass die so ein bisschen langatmig teilweise war. Und das fand ich halt schade. Also, und dann, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, ich will jetzt nichts über die Serie erzählen für Leute, die die Serie noch nicht geschaut haben. Ich möchte nichts spoilern, nichts vorwegnehmen. Hast du mittlerweile eigentlich Mr. Robot geguckt? Krasse Serie. Nee, habe ich noch nicht. Habe ich noch keine Zeit zu gehabt. Aber ist bei mir noch auf der Liste drauf. Das heißt, irgendwann werde ich sie wahrscheinlich mal schauen. Ich habe aber auch nur sehr, sehr Gutes über Mr. Robot gehört. Ja. Aber wie gesagt, ich muss auch noch The Last of Us muss ich noch gucken. Chernobyl möchte ich noch gucken. The Last of Us, die Serie, ist ja auch von den Machern von der Serie Chernobyl, die ja auch mit einer der bestbewertetsten Serien aller Zeiten ist, auf IMDb. Das muss ich definitiv auch noch schauen. Die Katzen meines Sohnes heißen Noobs. Er ist männlich und Nero, sie ist weiblich. Ah, auch schöne Namen. Auch sehr, sehr schöne Namen. Ach, ich mag Katzen. Katzen sind schön. Ja. Also ich bin tatsächlich eher der Katzentyp als der Hundetyp. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Wahrscheinlich ja. Da ist ein Auto mit einem sehr lauten Motor gerade über die Straße gefahren. Ich habe mein Fenster offen. Sonst wird es hier nämlich zu warm, wenn ich streame. Durch die Lampen hier und so. Und vor allem, wenn man spricht, also mir wird es auch immer sehr warm, wenn ich spreche. Deswegen, ja, mache ich das meistens mit offenem Fenster. Jedenfalls, ich wollte sagen, also ich bin eher der Katzentyp als der Hundetyp, aber ich mag Hunde auch sehr gerne. Zum Beispiel freue ich mich schon sehr, den kleinen Hund von Vuko mal demnächst zu treffen, von Get Germanized. Sehr guter Freund von mir, der mit seiner Freundin, der lieben Sarah, nämlich einen kleinen Hund mittlerweile hat. Doggy D. Ruffy heißt der. Und das ist sieht sehr, sehr süß aus. Also es gibt auch einen eigenen Instagram-Account für den Hund tatsächlich, falls ihr ihm folgen möchtet. Doggy D. Ruffy. Ich glaube, so heißt auch der Instagram-Account. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Aber der Hund ist halt wirklich noch sehr, sehr jung. Das ist noch ein Welpe. A Cub. Sagt man Cub auch zu Hundewelpen? Oder nur zu Bären? Jungen Bären? Ich weiß es gar nicht. Lieber habe ich, dass eine Serie ein gutes Ende findet, als dass sie unnötig in die Länge gezogen wird. Obwohl es meistens darauf ankommt, was für eine Serie das ist. Das stimmt, ja. Das stimmt. Also manche Serien profitieren nicht davon, dass sie noch länger werden. Ich sag's mal so. Ich finde lieber eine Serie kurz halten und dafür sehr, sehr spannend und unterhaltsam, als eine Serie künstlich verlängern, obwohl sie es eigentlich nicht sein müsste, und dadurch so ein bisschen die Dynamik rauszunehmen. Und ne, also ich glaube, wir sehen das ähnlich. Also ich bin da nicht so der große Fan von. Eigentlich sind die Serien, finde ich, meistens mit die besten, wo man im Nachhinein denkt, schade, dass die vorbei ist oder dass die schon vorbei ist. Da hätte ich gerne noch eine weitere Staffel gesehen oder ich hätte gerne noch mehr davon gesehen. Das sind für mich meistens Serien, die wirklich gut sind und die auch nicht zu lang sind, die eine gute Länge haben. Und bei Breaking Bad ist das zum Beispiel so. Also, ne, das ist... Also, da, klar, da wird man sich auch denken, weil das gut gemacht ist,
ich hätte gern noch mehr davon gesehen, aber die Geschichte ist halt auserzählt. Und sich künstlich etwas Neues zu überlegen, damit man die Serie noch länger weiterführen kann, ist halt unnötig. Selbst wenn, so gut die Serie auch ist, aber das würde der Serie auch nicht gut tun, finde ich. Weil man das, ich glaube, als Zuschauer merkt man das häufig, wenn Serien das versuchen, wenn die so sich eine ganz künstlich eine neue, weitere Geschichte überlegen, die überhaupt keinen großen Sinn ergibt und ja, manchmal einfach nicht so wirklich passt. Also. Männlich und weiblich, genau. Danke, ich lerne zwei neue Worte. Ja, gerne, Callista. Die männliche Katze, the male cat. Die weibliche Katze, the female cat. Und die Katze, Singular. Die Katzen, Plural, the cat. 6 Feet Under habe ich nicht gesehen, tatsächlich, als Serie. Aber ich habe davon schon mal gehört. So, ein paar Minuten machen wir noch, würde ich sagen. Deswegen, falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr mich gerne noch was fragen. Deine Katze ist weiblich. Ah, okay. Es gibt übrigens im Deutschen einen Unterschied zwischen die Katze und der Kater. Das Substantiv die Katze ist ein, ne, ein weibliches Substantiv, ein Femininum, das, oder die, das feminine Substantiv. So. Das ist dann eine weibliche Katze oder die Katze im Allgemeinen, das Tier, die Katze. Und wenn man von einer männlichen Katze spricht, kann man auch sagen, der Kater. Das heißt, bei Hugo ist es zum Beispiel so, Hugo ist der Kater. A male cat. Der Kater. Man kann übrigens auch sagen, wenn man besoffen, also wenn man, wie soll ich das ausdrücken, wenn man Alkohol getrunken hat und man hat gefeiert und am nächsten Tag fühlt man so ein, hat man so ein Hangover, wie man im Englischen sagt, dann ist das der Kater. Als umgangssprachlicher Begriff, als Slang-Begriff sozusagen. How would you say a feline? Katzenartig? Müsste ich mal kurz überlegen. Ja, katzenartig, genau. Cat-like. Wenn man es wortwörtlich übersetzen würde, katzenartig. Es ist eine gute Übung bei mir, Kommentare zu schreiben. Das glaube ich, ja. Eine sehr, sehr gute Idee auf jeden Fall. Hugo. Klar. Jetzt geht er gerade aus meinem Studio raus. Ach. Wenn dann der Kopf schnurrt. Der Kopf? Die ganze Katze schnurrt. Schnurren. Purring. Ich glaube, mit 2 R wird das geschrieben, ne? Schnurren. Ja, genau. To purr. Die Katze schnurrt. The cat purrs. Und
Und Hugo schnurrt auch sehr häufig, wenn man ihn streichelt zum Beispiel. Ne? Genau. Dan, hi auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich, dass du da bist. Dan hat recht. Soweit ich das weiß, gibt es unterschiedliche Ursprünge für der Kater im Sinne von Hangover und der Kater, die männliche Katze, the male cat. Genau, die Wörter werden gleich geschrieben und auch gleich ausgesprochen, der Kater, aber sie haben unterschiedliche Ursprünge. Ja, soweit ich das weiß, ist das tatsächlich so. Callejon nächste Woche in Münster, Rammstein im Juli in Berlin und Fury in the Slaughterhouse. Die würde ich auch gerne mal live sehen, tatsächlich. Das klingt auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Callejon habe ich auch schon live gesehen. 2018 war das, glaube ich, bei Rock am Ring. Sehr, sehr coole Liveband auf jeden Fall. Rammstein habe ich letztes Jahr live gesehen. Auch sehr, sehr cool. Und Fury in the Slaughterhouse habe ich noch nicht live gesehen, mag ich aber auch sehr, die Band. Ich bin auch froh, dass sie wieder Musik machen. Ich finde, also Fury in the Slaughterhouse erinnern mich manchmal so ein bisschen an die deutschen REM. So ein bisschen. Also so die REM aus Deutschland, obwohl sie ja keine wirklich deutsche Musik machen in dem Sinne. Mötley Crüe, okay, Def Leppard. Ich glaube, die machen auch gute Stimmung, ja. Das glaube ich. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich auch noch auf ein paar weitere Konzerte dieses Jahr gehe. Wie gesagt, erstmal Peter Gabriel, Depeche Mode, Ghost zum zweiten Mal, letztes Jahr auch schon live gesehen, und zu Porcupine Tree auch zum zweiten Mal. Die habe ich auch letztes Jahr schon live gesehen, zum ersten Mal. Hast du über deinen Finger gesprochen? Ja, am Anfang des Streams war das, glaube ich. Ich habe ein klein wenig darüber gesprochen. An sich geht es dem Finger als solchem wieder ganz gut. Ich kann ihn wieder normal bewegen. Nur der Fingernagel, das kann man nicht wirklich erkennen, der ist noch ein bisschen lädiert, ein bisschen ramponiert. Das dauert noch, bis der wirklich wieder normal wächst und wachsen kann. Bis dahin muss ich damit leben, dass er leider ein bisschen ramponiert ist. Aber gut, was will man machen? Es klingt wie Snore. Schnurren, ja. Ein bisschen schon. Das stimmt. Das ist wahr. Oh, die Zeit fliegt, ey. Das gibt's echt nicht. Jedes Mal, wenn ich Podcasts aufnehme und wenn ich livestreame, dann fliegt die Zeit so dahin. Deswegen ein paar Minuten machen wir noch. So 6 Minuten rum, plus minus. Dann haben wir eine Stunde lang gestreamt und jo. Ne? Deswegen, falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr sie natürlich gerne fragen. Mich würde mal interessieren, was ist das erste deutsche Wort, was ihr gelernt habt? Das würde mich mal interessieren. Und wo habt ihr das gelernt? In der Schule oder auf YouTube zum Beispiel oder wie auch immer? Und von Tobi würde ich gerne wissen, was das erste englische Wort ist, was er gelernt hat, falls er das noch weiß. Denn Tobias McFly hier im Chat ist ja Deutscher. Falls ihr euch noch daran erinnern könnt. Also ich weiß nicht mehr so ganz, was mein erstes englisches Wort war. Das ist schon echt lange her. Ich habe im Jahr 2002 zum ersten Mal Englisch gelernt, in der 5. Klasse. Das ist heutzutage komplett anders in Deutschland. Heutzutage lernt man schon Englisch im Kindergarten. Aber damals, als ich in den Kindergarten gegangen bin, in den 90er Jahren, und als ich in der Grundschule war, von 1998 bis 2002, da hat man in der Grundschule noch nicht Englisch gelernt in Deutschland. Das ist heute komplett anders, aber damals war das noch nicht so. Ich finde aber, dass es sinnvoll ist, ich drücke es mal so aus, ich finde, dass es sinnvoll ist, so früh wie möglich Fremdsprachen zu lernen als Kind. Denn je jünger man ist, desto einfacher ist es, sich solche Sachen zu merken und solche Sachen auch, ja, wie ein Schwamm in sich aufzusaugen.
Deswegen ist das ja auch sehr sinnvoll, wenn man zum Beispiel Kinder, wenn man zweisprachige Eltern hat, dass man die Kinder auch zweisprachig erzieht. Dass die von vornherein zweisprachig aufwachsen. Das finde ich immer sehr, sehr cool. Sehr, sehr schön. Ich weiß nicht sicher, möglicherweise die Lyrics von Du hast. Ah, ich verstehe. Hugo, möchtest du noch auf den Schoß? Ja? Ja. Mein Kater ist wieder da. Hugo, komm her. Komm. Ja. Ach ja. Komm her. Komm. Hier, komm. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber er miaut. Und das ist im Deutschen tatsächlich ein ähnlicher Begriff wie im Englischen. Miauen, to miau. Komm. Ich glaube, er wartet darauf, dass ich ins Wohnzimmer gehe und mich auf das Sofa lege. Denn abends, wenn ich auf dem Sofa liege, kommt er dann auch immer zu mir mit auf die Decke drauf und ne, ruht sich da aus. Und dann, ne, da freut er sich immer drauf. Das mache ich auch jetzt gleich. Komm, komm nochmal hoch. Er ist sich, glaube ich, noch nicht ganz sicher, ob er nochmal vor die Kamera möchte. Hugo, möchtest du nochmal Hallo sagen im Stream? Hm? Komm her. Komm. Komm her. Ja. Ich hatte auf Wiedersehen gehört, aber ich verstehe es nicht. Nee, ich habe noch nicht gesagt auf Wiedersehen. Das sage ich erst in ein paar Minuten, so in 2-3 Minuten. Würde ich sagen, dann haben wir eine Stunde lang gestreamt. Das soll auch, glaube ich, reichen für heute. Ich möchte die Streams ja auch nicht zu lang werden lassen. Das ist gerade für Leute, die das im Nachhinein schauen möchten, immer ein bisschen doof, wenn die Streams zu lang sind, glaube ich. Deswegen. Komm her. Komm her. Hm? Ups. Hey. Kleinen Moment. So. Und natürlich auch noch die Patrons nochmal zeigen. Vielen lieben Dank an alle, die mich auf Patreon übrigens unterstützen. Das freut mich sehr. Patreon.com/Daveinitely. Vielen Dank. Das hilft mir sehr, den Kanal zu betreiben. Das kostet ja auch alles Geld, ne, den ganzen Strom, den man dafür bezahlt. Deswegen vielen, vielen lieben Dank. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Kanalmitglieder hier auf YouTube. Vielen Dank auch an euch. Hm? Ja. So. Da seht ihr, lässt sich sehr, sehr gerne streicheln, der Hugo. Schnurrt. Genau. Danke für deine Zeit. Ich habe in meinem Haus im Auto alles gut, Kalista, kein Problem. Du bist bei deinem Haus am Autofahren, wenn ich das richtig verstehe. Ist das Spyro im Hintergrund? Wo meinst du jetzt? Achso, hier, der Hintergrund. Ja, das ist aus Spyro tatsächlich. Mhm. Ich habe hier auch einen kleinen Spyro übrigens. Ein kleiner Handyhalter oder so. Ja, Hugo? Ups. So, meine Damen und Herren.
Ich mach mal die Catcam aus, ihr erkennt ja gerade sowieso nicht so viel. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat diese zweite Ausgabe vom The German Stream auch sehr gut gefallen. Ich hoffe, ihr konntet einigermaßen verstehen, was ich gesagt habe. Und natürlich auch liebe Grüße an alle Leute, die das hier noch nachträglich auf YouTube schauen. Ich freue mich immer sehr darüber. Deswegen, vielleicht seid ihr beim nächsten Mal ja auch live dabei, falls es zeitlich klappt oder so. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig durch die Zeitdifferenz. Aber vielleicht klappt das ja ab und zu mal mit ein bisschen Glück. Deswegen vielen Dank für eure Unterstützung. Danke, dass ihr meine Videos immer schaut. Ich freue mich da wirklich sehr darüber. Und natürlich auch vielen lieben Dank, dass ihr bei den Streams dabei seid. Und zu guter Letzt nochmal vielen Dank natürlich auch an alle, die mich auf Patreon unterstützen oder auf PayPal oder mit einem Superchat oder auf Ko-fi. Gibt ja verschiedene Möglichkeiten, falls ihr das machen möchtet. Vielen lieben Dank natürlich auch dafür. Ich weiß das sehr zu schätzen. Und ja, dann würde ich sagen, habt ein schönes Wochenende und wir sehen uns die Tage. Es kann sein, dass ich morgen auch ein neues Video veröffentliche. Einige Leute, die mich auf Patreon unterstützen oder YouTube-Kanalmitglieder sind, die haben das schon sehen können. Alle anderen können das wahrscheinlich, ich denke mal, morgen sehen. Am Samstag werde ich das veröffentlichen, wenn ich dran denke. Und ja, freut euch drauf. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Daveinitely. Bis zum nächsten Mal.